Daniel von der Willkommen auf 5 Minutes Random. Wir sind unterwegs auf der Konichi 2016 und... Ja, wir haben gerade angefangen, die Publisher von Animes in Deutschland zu interviewen und werden euch hier so eine kleine Compilation zusammenstellen. Werden mal gucken, dass wir alle erwischen. KSM gerade fing gut an. Viel Spaß. Bis dann. Ja, hi zusammen. Wir sind KSM und wir sind ein Anime-Publisher mit Hauptsitz in Wiesbaden und die Produktion ist in München. Und genau, wir machen ganz, ganz viele Animes. Uns gibt es seit 2002, Anime-Sparte seit 2014 und seitdem immer mehr und auch aktueller. Crunchyroll ist ein Streaming-Dienst. Wir haben uns spezialisiert darauf, Simulcast zu machen, also direkt immer nach der japanischen Erstausstrahlung im japanischen Original mit deutschen, englischen Untertiteln und ein paar anderen Sprachen noch. Man kann uns kostenlos schauen oder halt ein Abo-Modell, dann ist es ohne Werbung. Und das ist eigentlich auch so unser Anspruch, dass wir einen möglichst breiten Zuschauer, einer möglichst breiten Zuschauerschicht den Zugang zu Anime, einen legalen Weg eröffnen wollen, dass sie es schauen können. Und dass es auch einfach bezahlbar bleibt. Gleichzeitig natürlich auch, dass möglichst viele Titel da sind. Und diese Season mit 31 deutschsprachig untertitelten Shows sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg hier in Deutschland. FilmConfect ist ein Publisher aus Potsdam. Wir haben mittlerweile schon ein großes Sortiment aufgebaut. Bekannt ist jetzt auch relativ aktuell Tulafu. Haben wir jetzt gerade frisch rausgemacht, die 6. Volume. Und ja, für jeden ist was dabei. Anime House ist eine Firma, die Steffi und ich 2003, wenn ich das recht in Erinnerung habe, gegründet haben. Inzwischen ist es mehr zum Familienbetrieb mutiert, weil jetzt auch Steffis Eltern noch mit dabei sind und halt auch viele freie Mitarbeiter, die wir haben, die an den Projekten mitarbeiten. Genau, Peppermint Anime ist ein Anime-Publisher. Wir machen Serien OMU, also japanisch mit Untertiteln, und bringen die dann auch auf DVD und Blu-ray raus. Wir haben als Label Peppermint Anime, sind wir schon 5 Jahre dabei. Und weil das dann erfolgreich war, haben wir jetzt auch eine eigene Firma gegründet, die existiert seit einem Jahr schon. Und wir machen auch Kinofestivals. Wir bringen auch Filme ins Kino und machen dann ein ganzes Event draus. Also, dass die Anime-Fans dann den ganzen Tag lang im Kino sitzen können und ihre Lieblingsserien auch mal auf der großen Leinwand sehen können. Also, Kase ist das europäische Label von dem Publisher Viz Media. Viz Media ist ein ist die europäische und auch amerikanische Dependance von dem zwei großen Verlage, japanische Verlage Shueisha und Shogaka. Und ja, Kase ist im Grunde ein Label. Wir haben zwei Label, Kase Manga und Kase Anime. Und unter diesen zwei Labels veröffentlichen wir Mangas, aber hier geht es um Anime. Also unter dem Label Kase Anime veröffentlichen wir alle möglichen Animes. Ja. Okay, ich glaube, da kann ich ein bisschen mehr zu sagen. Genau, ich komme halt aus dem Produktmanagement bei uns und momentan ist, glaube ich, so einer meiner Lieblingstitel tatsächlich God Eater. Bin ein großer Fan von der Serie, die Optik ist sehr geil und macht einfach richtig viel Spaß. Also bei mir halt, ich bin da mehr für die Presse und auf Facebook und generell Social Media. Da macht es am meisten Spaß, die Leute über No Game No Life, Blood Bucket Battlefront Fragen stellen. Denn jetzt auch jetzt ganz aktuell Gintama kommen ganz viele Fragen. Das sind so Sachen, die Spaß machen, weil so aktuelle Sachen sind, die man dann auch noch greifen kann. Und ihr seid dann auch bei Twitter oder? Genau. Also Twitter, Facebook, mittlerweile auch einen eigenen YouTube-Kanal. KSM Anime auf YouTube. Und einen Instagram-Account haben wir auch. Das Anime-Team mit Unterstrichen. Wir haben 31 Titel und es ist schwer zu sagen, was macht am meisten Spaß. Spaß macht es eigentlich, dass wir alles in einer Gruppe zusammen erstellen. Wir sitzen da alle im Internet zusammen, da im Chat und so weiter, wie man das so schön kennt. Und es macht einen unglaublichen Spaß, dass man halt im Team auch arbeitet, dass man immer mal fragen kann, was haltet ihr davon? Oder hey, ich habe hier eine furchtbar lustige Zeile, was fällt euch dazu ein? Und diese ganze Interaktion, Austausch zwischen all unseren Mitarbeitern macht natürlich einen unglaublichen Spaß und hilft hoffentlich auch, dass unsere Untertitel nicht nur gut zu lesen sind, sondern auch eine gewisse
mit Schmackes sind, sodass sie den Anime auch gut rüberbringen. Ja, unser aktuelles Projekt ist Danganronpa. Macht extrem Spaß daran mitzuarbeiten, weil die Sprecher und die Atmosphäre beim Aufnehmen ist einfach super und die Geschichte ist auch sehr gut. Wo wir halt sehr viel Spaß hatten, war Jormungand. Ah, okay. Weil es halt die Thematik, dass die Waffenhändlerin halt da, dass es darum geht, mit ihrem Söldnertrupp, die halt wirklich keine Gesetze beachten und sich immer durchsetzen können, auch mit roher Gewalt, ist halt schon mal sehr witzig. Sowohl von den Dialogen als auch von der Action her hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben jetzt erstmal angestoßen Akiba Pass, unsere Streaming-Plattform. Da sind nicht nur wir drauf, da sind auch andere Anime-Labels drauf. Und das war uns halt wichtig, weil es viel Nachfrage gibt nach aktuellen Serien, die man dann halt fast genauso schnell sehen kann wie den japanischen Release. Also das heißt auch original mit Untertiteln. Und da sind dann mehrere Publisher, sind jetzt mittlerweile, haben sich zusammengeschlossen und das kann man jetzt schon online das Angebot begutachten. Und ja, da kann man dann auch ältere Serien mittlerweile gucken von verschiedenen Publishern. Und wir versuchen das ein bisschen auszubauen, ist jetzt erstmal so am Start. Seit April ist das jetzt am Laufen und wir versuchen dann immer mehr Content hochzuladen in der Zeit. Also was uns die letzten 2-3 Jahre beschäftigt hat, war Sailor Moon. Am Ende dieses Jahres kommen wir langsam zu einem, nicht Endpunkt, aber zu einem Cut von Sailor Moon. Dann warten dann auf die Staffel 3, die hoffentlich irgendwann kommen wird. Und in Oktober startet der Release von Attack on Titan. Das wird uns sehr beschäftigen. Und nächstes Jahr am Ende des Jahres wird uns das Release von Dragon Ball Z Resurrection F beschäftigen. Und am Anfang nächsten Jahres werden wir den DVD-Release von One Piece Gold starten und von One Punch Man. Das werden, glaube ich, die großen Player des Jahres bei uns. Also mein absoluter Lieblingsanime ist Hunter x Hunter. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Wie gesagt, ich bin da ein großer Fan von und es gibt... Der alte oder der neue? Der neue, ja. Genau. Ja, und bei mir, jetzt wenn wir in unserem Programm bleiben, Blood Rocket Battlefront hat mich ziemlich überrascht. Das fand ich sehr gut. Und ansonsten, wenn man allgemein gehen möchte, finde ich Silver Spoon sehr toll. Von daher, was sind so Serien, die ich empfehlen könnte? Mein Anime-Tipp für diese Season wäre einerseits Mob Psycho 100, also ein Nachfolgeprojekt hier von One Punch Man, weil es einfach grandios gut von Studio Bones animiert wurde. Vor allem auch mit Techniken, die man so selten bei Anime sieht, mit Glas-Animationen und so weiter. Grandios, wer auf Animation steht, sollte es auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ansonsten ist die Serie aber auch so verdammt gut, sehr actionlastig. Und mein persönlicher anderer Tipp wäre 91 Days. Das ist quasi eine Mafia-Geschichte, so ein bisschen der Pate-artig im Anime-Stil. Während der Prohibitionszeit in Amerika ist ein Setting, was nicht so ausgelutscht ist. Und gerade die Charaktere sind sehr, sehr gut gebaut. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es letztlich ausgeht. Also bislang war der Anime wirklich sehr mitreißend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das wären meine beiden persönlichen Tipps, was ihr schauen solltet. Ja, Danganronpa hat erstmal eine sehr gute Geschichte, hat herausragende Sprecher bei uns und einen guten Zeichenstil und es ist spannend einfach. Du hast nicht irgendwie eine langweilige Story und langweilige Figuren, sondern du hast wirklich Tiefgang auch. Was ich momentan empfehlen kann, ist der Wish Upon the Player, wo wir jetzt momentan dran arbeiten. Ursprünglich, als wir den gekauft haben, dachte ich, ach, machen wir mal eine Magical Girl Serie. Das hat sich dann über den Haufen geworfen, als Steffi anfing, die Dialoge dann zu bearbeiten für die Untertitel. Also ich brauche mal jemanden mit Science-Fiction-Hintergrund. Du als alter Science-Fiction-Leser kannst du mal da drüber gucken. Und wie ich dann lese, wie das dann in
Paralleldimensionen, schwarze Löcher, Sternsystem und Sonnensystem ausartete, wo ich dann selber erst nochmal nachlesen musste. Fand ich das Ganze auch wirklich sehr unterhaltsam und auch lehrreich. Da haben wir dann in den Booklets auch vieles reingebracht, was die Japaner gar nicht gemacht haben. Und die hatten dann selbst uns noch gefragt, wo wir das her hatten. Okay. Aber dann sagen wir, ja, selbst zusammengetragen, aber es ist halt, um zu erklären, was in der Serie passiert, schon sehr hilfreich. Also unser beliebtester Anime ist auf jeden Fall Sword Art Online. Da geht es um ein Online-Spiel, wo die Spieler dann im Endeffekt drin gefangen sind. Und jeder, also so Virtual Reality, was ja jetzt auch in Mode kommt. So. Und sie haben dann so einen Helm auf und sind in der virtuellen Realität gefangen. Und wenn man im Spiel stirbt, stirbt man dann auch in der Wirklichkeit sozusagen. Und da versuchen sie dann halt zu entkommen daraus. Und das ist sehr populär geworden in Japan, hier auch. Und da gibt es schon 2 Staffeln von und nächstes Jahr gibt es dann einen Kinofilm davon. Da machen wir dann auch ein großes Event und versuchen das in ganz viele Kinos in Deutschland zu bringen. Da haben wir auch so ein tolles Design, extra für den deutschen Kinostart, mit Kirito und Asuna. Das sind die beiden Hauptcharaktere in Tracht, also in Dirndl und Lederhosen. Haben die Japaner extra für Deutschland designt. Oh, es sind so viele gute. Also, bei uns im Programm, also würde ich einfach die Titanen empfehlen für alle, die ein bisschen auf Action stehen und Kämpfe und richtige geile Animationen. Ich würde für eine andere Art von Fantasy, den würde ich vielleicht Maria the Virgin Witch empfehlen. Das wäre eher so ein Geheimtipp, der Manga und der Anime. Und bei uns, was mir persönlich am besten gefällt, also das ist so meine persönliche Sache, sind die Filme von Makoto Shinkai, also Summer Wars, Das Mädchen, das durch die Zeit sprang oder Ami und Yuki. Die haben mir sehr gut gefallen und außerhalb unseres Portfolios schwärme ich sehr für Tokyo Godfathers, also im General alle Satoshi Kon Filme und die von Ghibli, die von Takahata Filme. Also mag Miyazaki, aber ich finde Takahata ein bisschen interessanter. Also meine Nachbarn, Yamadas, die Prinzessin Kaguya, das sind extrem schöne Filme, die kann ich nur wärmstens empfehlen.